Guten Tag, ich bin in Erfurt und ich habe gerade gelesen, dass die höchsten Crystal Meth Konzentrationen von allen Städten in Deutschland, wenn ich es richtig gesehen habe, hier im Abwasser in Erfurt zu finden sind. Und jetzt bin ich auf den Spuren der verbrecherischen Ecken, wo also dieses ganze Crystal ist. Bis jetzt sehe ich hier nur Blümchen. Crystal wird auch nicht aus Blumen gewonnen. Also irgendwas ist hier merkwürdig, da muss ich mal dranbleiben. Wenn ihr Tipps habt, was es damit auf sich hat und wo hier die finsteren Ecken sind, dann sagt mir gerne Bescheid. Bis jetzt tiefer Frieden, Sonne. Ich sehe kein Crystal, aber irgendwo muss es ja herkommen. Jetzt schellt auch noch die Todesglocke. Aber es wird nicht gruselig. Es wird einfach nicht gruselig. Ines, es wird nicht gruselig hier. Was machen wir denn jetzt? Es wird nicht gruselig. Es wird nicht gruselig. Es wird nicht gruselig. Es ist gruselig. Hier angeblich ist hier die höchste Crystal Meth Konzentration im Abwasser in Erfurt. Wir sind immer noch auf der Jagd nach den dunklen Gassen. Hier wird jetzt schon ein bisschen dunkler, aber so richtig überzeugend ist es jetzt auch noch nicht. Also, ich weiß ja nicht. Hier kommen wir der Sache jetzt schon etwas näher. Hier sind die Vampire Boys regieren hier, die anarchischen Vampire Boys. Das hört sich doch jetzt schon ein bisschen cooler an, oder? Ja, cool, aber hat das irgendwas mit Crystal Meth zu tun? Ich fürchte nicht, es hat absolut nichts mit Crystal Meth zu tun. Also irgendwie, schreibt uns doch mal, schickt uns mal eine Mail, bitte, was hier los ist. Wir sind immer noch nicht weitergekommen. Also hier ist jetzt einfach eine Eintagsfliege zu sehen, die hier relativ friedlich sitzt. Vielleicht bewegt sie sich auch ein klein bisschen gleich mal. Ja. Und du hast auch was gefunden, Häschen. Lauter weibliche Mücken, aber keine männlichen. Wo sind die denn? Ja, ich habe mich jetzt gefragt, also wo die. Also da ist zum Beispiel eine. Das ist eine weibliche Mücke. Ja, aber eigentlich waren wir ja auf der Suche, wir wollten ja wissen, wo Crystal hergestellt wird. Wir kommen der Sache nicht näher. Wir laufen jetzt hier schon die ganze Nacht rum. Mal sehen, wie es weitergeht. Es gibt also doch Verbrechens-Hotspots hier. Ja? Ja, du hast einen entdeckt. Ich finde, das ist kein Verbrechens-Hotspot. Das ist doch nur ein Blitzer, aber er ist super. Man kann ihn nicht sehen, ihr werdet ihn jetzt nicht sehen können. Aber hier ist ein Blitzer. Den könnt ihr nicht sehen natürlich, weil das durch die Blätter so geil getarnt ist. Da kann man, also wenn man von beiden Seiten ranfährt, kommen, also vermute ich mal, oder vielleicht ist doch was anderes. Aber es scheint ein Blitzer zu sein. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber er ist hier. Wir kommen der Sache näher. Hier werden. Ist das die Scheibe? Nee, das ist auch nur eine optische Täuschung. Das ist auf dem Poster ist das Loch hier. In Wirklichkeit ist nichts passiert, aber man muss aufpassen. Ne? Hier, du schmunzelst einfach nur so, als ob du das überhaupt nicht ernst nimmst, dass hier die Crystal Meth Hauptstadt Europas ist. Super. Toll, ey. Manche Menschen finden natürlich auch Wortspiele verbrecherisch, also sind dagegen. Zum Beispiel stehe ich hier am Rathaus. Jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Am Rathaus. Ja, weiß ich nicht, ob ihr das lustig findet oder auch ein verbrecherisch krasses Wortspiel. Aber wo kommt die Bahn? Purzel dich hier drunter. Hier werden geheimnisvolle Samen aus einem Gerät verkauft. Könnt ihr sehen, kann man für 2 Euro ziehen. Meinst du, dass das möglicherweise irgendwas, weiß ich nicht, ist, was dann hinterher im Grundwasser landet? Nein. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das sind Blaufärbersamen. Das stand jetzt zwar gar nicht dabei, aber früher stand das mal da. Da kann man sich Pflänzchen züchten. Weid stand schon da, dass es Weid ist. Was soll denn Weid heißen? Das ist die Pflanze, Färberweid. Es gibt ja blauen Färberweid, gelben Färberweid. Verstehe. Und es gibt noch jede Menge andere Blümchen. Auch hier wäre natürlich vorstellbar, dass hier irgendwie Substanzen drin sind. Könnt ihr hier sehen. Alles Mögliche, postet hier drunter. Hier. Aber glaubst du nicht, dass es einfach nur ein Labor hier gibt? Ich glaube auch. Wir lösen das jetzt mal auf. Ja, wir hören jetzt mal auf mit dem Quatsch und lösen das mal auf. Also die Ines hat die richtige Idee gehabt, die ich auch für echt gut möglich halte, dass überhaupt nicht hier hauptsächlich super viel Crystal genommen wird. Könnte natürlich sein, aber man muss sich auch mal überlegen, gibt es eine andere Erklärung, die genauso gut ist? Vielleicht wird irgendwo am Stadtrand das hergestellt. Und Reste davon gelangen dann halt ins Abwasser. Schön, ne? Es ist ja schön zentral. Von Erfurt kommt man überall hin in Deutschland. Also das ist, es wäre eine gute Stelle, um ein Labor aufzubauen. Und sie ist ja natürlich auch, also die Leute sind so ein bisschen, die denken dann immer so, hier gibt es sowas nicht. Und das ist eine unauffällige Stelle, meinst du? Ja, also das ist ja, deswegen sind die
sind ja auch, ist ja auch okay, gerne mal an Stellen, wo... Schwaben zum Beispiel, ist sie ja, sehr gerne. Wo die Leute alle sagen, nein, hier ist alles ganz ordentlich, hier gibt's das nicht. Und dann sind die gerade da, aber... Vorsicht, hinter dir ist ein Auto. Also, postet da runter, bevor die Ines hier überfahren wird. Postet hier drunter, ob ihr merkwürdige Beobachtungen irgendwo macht, in einer leeren Garage oder sonst wo, wo vielleicht ein Crystal-Labor ist. Also es gibt wirklich überall welche, also in ganz Deutschland, also das ist der Wahnsinn, könnt ihr euch nicht vorstellen. Könnt ihr aber vielleicht selber mal googeln. Fliegen natürlich auch eigentlich dauernd in Luft, man braucht vielleicht nur warten, bis eins in die Luft fliegt. Oder wartet, bis eins in eurer Nachbarschaft in die Luft fliegt. Tschüss, Marc und Ines.